Die Masse der Hutu hingegen betrieb mit bemerkenswertem Fleiß Terrassenkulturen. Eine blühende Landwirtschaft, wie sie in Afrika kaum sonst zu finden ist. An keiner anderen Stelle ist der schwarze Kontinent auch so überbesiedelt. Nirgends in Afrika war die Missionierung durch die katholische Kirche so intensiv und scheinbar erfolgreich betrieben worden wie in Ruanda. Nach dem Ende der belgischen Mandatsherrschaft und der Unabhängigkeit Ruandas 1962 waren gemäß dem Zeitgeist demokratische Wahlen abgehalten worden. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse fiel die Regierungsmacht nun ganz automatisch den bisher unterdrückten Hutu zu. Die Einheit des christlichen Glaubens hielt den ererbten Stammesfeindschaften nicht stand. Selbst als neue, unumschränkte Machthaber lebten die Hutu stets in atavistischer Furcht vor der blutigen Revanche ihrer ehemaligen Tutsi-Herren. Nur so ließ sich der kollektive Amoklauf von 1994 erklären, der auf die Ausrottung der Tutsi hinzielte. Am Ende jedoch die Wiederherstellung der ererbten Herrschaftsverhältnisse bewirkte. Von Uganda aus waren damals die vordringenden Tutsi wie Racheengel zurückgekehrt. Der heutige Präsident Paul Kagame, ein typischer Repräsentant seiner Rasse, drängte die Hutu-Horden, darunter die Massenmörder der Interahamwe-Banden, mit überlegener Technik und angelsächsischer Unterstützung in die kongolesische Grenzprovinz Kivu ab. Dort bildeten sich jene riesigen Flüchtlingslager, die für das heutige Afrika charakteristisch sind. In diesen Camps übten die Hutu-Milizen der Interahamwe, die sich der schlimmsten Verbrechen schuldig gemacht hatten, weiterhin die Kontrolle aus. Französische Fremdenlegionäre versuchten verzweifelt, den schwarzen Massenexodus unter Kontrolle zu bringen. Aber dann überließen sie das Feld der unerbittlichen Vergeltungsaktion der Tutsi-Armee, deren Eliteeinheiten in Abstimmung mit den amerikanischen Verbündeten weit in das Kongo-Becken vorstießen. Ruanda ist zum entsetzlichen Mahnmal geworden. Hier vermischen sich die ethnischen Gegensätze mit den widerstreitenden Interessen der großen internationalen Grubenkonzerne. Hinter dem Vormarsch der Tutsi und der Uganda stand der Anspruch des überwiegend amerikanischen Kapitals, die totale Kontrolle über die Mineralreichtümer der gesamten Region, von den großen Seen bis zur angolanischen Atlantikküste, an sich zu reißen. Hier handelt es sich um Diamanten, an anderen Stellen um das strategische Mineral Coltan. Dabei schreckte man auch vor der Anstiftung von Stellvertreterkriegen nicht zurück und riss die afrikanischen Nachbarstaaten in das Kongo-Debakel hinein. Immer wieder kontrastiert die Schönheit der Landschaft mit dem Horror des menschlichen Wahns und seiner Begierden. Die liebliche Landschaft des Kivu-Sees ist von den verlassenen Villen der belgischen Kolonisatoren gesäumt. Die Tutsi-Krieger, die ihre alten Privilegien zurückgewonnen haben, stehen vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Zumal im benachbarten Burundi der Aufstand der dortigen Hutu-Partisanen ständig an Boden gewinnt. Der alte Kriegstanz der Tutsi-Krieger wird hier von unterjochten Hutu-Waisenkindern aufgeführt, die man wohl irgendwie einzugliedern sucht.
Demnächst sollen sie wohl als minderjährige Soldaten ins Feld geschickt werden. Wer erinnert sich da nicht an die Szenen aus dem Abenteuerfilm König Salomons Diamanten, dessen Titel heute eine beklemmende Aktualität zurückgewonnen hat? Die kongolesische Grenzstadt Goma, Sitz einer Rebellenregierung, wurde vor ihrer Zerstörung durch den Vulkanausbruch beherrscht von der Werbung für Mobiltelefone und modernste Kommunikationstechnik. Es soll sogar ein Internetcafé gegeben haben. Also doch ein Sieg der vielgerühmten Globalisierung. Doch keine 20 Kilometer von diesem geschäftigen Handels- und Schmuggelplatz entfernt suchen Tausende von wehrlosen Flüchtlingen Schutz im Dschungel. Dort findet der Rückfall in die Steinzeit statt und das Wiederaufleben düsterer Rituale afrikanischer Magie. Immer noch treiben ja die Leichen zuhauf in den Flüssen, die dem Tanganyika-See zufließen. Der Terror wütet mit wechselnden Fronten. Aber wir wären nicht in Afrika, wenn sich daneben nicht verwirrende Bilder einer fast heiteren Normalität offenbarten. Selbst in den Dörfern, wo sich unlängst noch die Kadaver türmten, wird wieder in Weiß geheiratet. Solche Formen europäisch inspirierter Geselligkeit trösten wohl gelegentlich über die Ungewissheit der Zukunft und die Schrecken der Vergangenheit hinweg. Die Realität jedoch, das sind diese Tutsi-Soldaten, die ihre wiedergewonnene Autorität über die verachteten Hutu in ihrem Kriegstanz feiern. Das ist der wahre Rhythmus Afrikas. Diese Soldaten eines dezimierten, an den Ausmaßen des Kontinents gemessen, winzigen Stammes feiern ihren Siegeszug durch das riesige Kongobecken, der die bisherigen Strukturen des schwarzen Kontinents aus den Angeln hob. Man hüte sich vor den Tücken der Globalisierung in Afrika, zumal wenn sie im Gewand der Demokratie auftritt. 1962 bei der Unabhängigkeit hatten automatisch die früheren Leibeigenen, die Hutu, die Vorherrschaft übernommen über ihre ehemaligen Meister und Herren, die Tutsi, die nur 10-15% ausmachten, und es kam zu Mord und Totschlag. Der Präsident von Uganda, Museveni, der im Westen so geschätzt wird, hat sich gehütet, zu starke Parteien entstehen zu lassen. Er hat ein gewisses Movement darüber gestülpt. Er sagte, dass jede politische Ausrichtung sonst ins Fahrwasser tribalistischer und religiöser Gegensätze gerät und dass daraus Bürgerkrieg wird. Und damit hat er zweifellos recht. Wir springen jetzt von Ruanda in den Kongo hinein, ähnlich wie es die Tutsi-Eroberer getan haben. Aber bei dieser Gelegenheit möchte ich doch daran erinnern, dass man etwa in den frühen 60er Jahren in Deutschland ein viel größeres Interesse für Afrika empfand. Ich war damals Radioreporter in Leopoldville, dem heutigen Kinshasa, und musste jeden Tag berichten über Lumumba, Kasavubu, Tshombe, Namen, die heute längst vergessen sind. Die Globalisierung hat inzwischen offenbar eine gewisse Provinzialisierung ausgelöst. Was nun den Völkermord in Ruanda betrifft, so hätte er zwar nicht verhindert, aber doch eingegrenzt werden können. Es befanden sich nämlich französische Fremdenlegionäre im benachbarten Kivu und amerikanische Fallschirmjäger in Burundi, die zwar rivalisierten,